Wake up to the job of the bell. No sweat, now I'm feeling swell. Gee golly, it's a beautiful day. Gonna burn my troubles away. Sind wir wieder draußen. Nice. Und jetzt können wir uns mal um die Hauptstory kümmern. Um so ein bisschen wieder... Dafür muss ich, für die Hauptstory musste ich ja den Detektiv finden. Oh Gott. Sei mein Valentine. Finde Nick Valentine. Bei der Boston Common. Da war ich schon mal. Dieses Good Neighbor? Okay, dann war ich da schon mal. Den Injektor hat sie, den werde ich auch nicht benutzen, weil der, ich kann da wahrscheinlich irgendwelche Gifte jetzt verschießen, aber mir ist es lieber, wenn die Leute dann halt direkt sterben. Aber ich mag Vault-Missionen, also wenn man noch einen Vault sieht, kann man den gerne machen. Es gibt, glaube ich, noch Vault 114 irgendwo. Und Walls sind immer das Coolste in Fallout. Weil es sich einfach um alles um die Dinger dreht. Und jetzt könnte der Ladescreen auch mal weggehen. Aber da war ich heute noch nicht in der Nähe von Good Neighbor, deswegen muss das Gebiet erstmal laden. Wer? Oh Gott. Warum starte ich hier direkt vor so... Awesome. Ich versteck mich mal hier. Muss mal kurz auf die Karte schauen. Ja, zur Tür. Führungsbot. Da ist nichts mehr. Aber der ist deaktiviert. Steht da? Führungsbot. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert Jahre zurück ins Jahr 1775. Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen. Angeführt von General Thomas Gage wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith, versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General? Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith gegen Mitternacht mit 700 Rotrücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Okay. Da drin soll Nick Valentine sein. Ist das hier die Base des Freedom Trail oder was ist hier los? Bin ich mal gespannt. Park Street Station. Freund oder Feind? Ich habe da Füße gesehen.
dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Ich glaube, da ist der Detektiv. Was war das? Oder auch nicht. Er hat das Licht ausgemacht. Hab ich dich! Okay, nicht übel. Ja, das Ding, Alter! Scheiße! Komm schon! Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Okay, das sind aber normale Menschen hier. Komm doch nochmal her. Malone macht Sockenhalter aus seinen Eingeweiden. Das war's dann wohl. Jetzt brennt er. Ich dachte, das ist ja der Detektiv, weil der so einen Hut auf hat. Hi! Bring wir's hinter uns, okay? Ja. Greif einfach zu. Abgenutzter Filzhut. Piper. Wo bist du? Aufgepasst. Piper. Vielleicht auch eine Brille. Versteht ihr das? Wohin? Ach ja. Ist hier einer eingesperrt? Anscheinend nicht. Weil ich will erst erforschen, bevor ich ihn befreie. Klingt gemein, ist aber so. Cool. Wow. Kleber. Kronkorken. Und eine Tato. Aber die brauche ich schon fast nicht mehr. Ah, komm, nimm mit. Kronkorken. So. Terminal, was haben wir denn hier? Fahrkarten kaufen. Okay, das ist einfach nur so ein interessantes Ding. Aber warte, man muss jetzt alles mal durchklicken. Falls Quests drin sind. Das hat hier wohl jemand als Mülleimer benutzt. Falls hier eine Quest drin ist, das kann ja immer mal sein. Das sind U-Bahn-Marken? Ich nehme eine mit. Vielleicht brauche ich eine. Man weiß es ja nie. So. Lötlampe, gepflegter Dreiteiler. Mülleimer, Zigarettenautomat. Ist der echt da drin eingesperrt? Ah. Aber schöne Falle. Ach, lol. Ja, hätte ich ihn schärfen können. Hätte Punkte gegeben. Aber nice. Ich dachte jetzt echt, da wäre einer drin. War schön, dass sie hier so überall Fallen hinpacken. Das klang nicht so gesund. So, da war ich drin. Sind auf jeden Fall noch welche, oder? Klingenkorn. Abgewetzter Filzhut. Maschinenpistole plus. Nehmen wir mit. Da ist keiner. Ist hier noch was drin? Ne. Okay, hier kann man schlafen. Sollte man eigentlich mal tun, oder? Einfach nur, um die Erfahrungspunkte zu bekommen. Einfach nur für die Erfahrungspunkte. Einfach den gut ausgeruht Status bekommen. So. Und dann habe ich es nicht mal. Ich war noch nicht gut ausgeruht.
Da ist eine Falle. Ich sehe dich. Die ist nicht aufgeladen. Die Waffe ist so scheiße. Okay. WTF. Und Peng. Der andere Schuss darf jetzt auch gerne treffen. Danke. So. Alter. Ganz schön viele hier. Alter. Alter. Oh, der hat eine geile Waffe verloren. Natürlich. Alter, sind das viele. Ich glaube, Piper ist gerade ein bisschen down, ne? Ach, scheiße. So. Alter, wie viele denn noch? Oh, Alter, wie viel? Einer noch. Da hinten. Oh. Piper? Alles gut? Weil eigentlich könnte ihr ja nicht sterben. Ah, sie sitzt da. Okay. Alles gut, Piper? Ja, gut. So, das speichern wir mal. Viel zu viel Munition verbraucht, aber egal. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr genug Munition rar sind. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Noch brauche ich nichts von dir, Piper, an Hilfe. Okay. Auf jeden Fall einiges an Munition wieder. Okay. Muss halt aufpassen, die könnten noch überall noch Fallen sein. Die hier auch rauskam. Mikroskop, Skalpell, Kühlmittel. Whisky, Metalleimer, Tempentin. So. Das ist so Zeug, das man mitnehmen kann. Jet, Medex, Messinglaterne. Klebeband. Ich muss mal die Sachen wieder demarkieren, damit da nicht immer so ein Glas, so eine Lupe neben ist, damit ich denke, weil ich dann denke, oh geil. Und Piper? Hm? Greif ruhig zu. Oh, okay. So, oh, warte mal. Hey. Pistole. So. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem Outfit? Du hast gerade nichts bekommen, was dir besser stehen würde. Rote Lederoutfit hat echt 5 auf Strom. Ja, dann lass es an. Sag einfach Bescheid. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so effektiv ist, das Ding.
Ich dachte, das wäre gar nicht so cool. Meinem kann es immer noch nicht mithalten. WTF, das sieht ganz schön dunkel aus da drin. Aber da hinten war auch noch so eine Tür. Terminals, die man nicht entsperren muss, sind immer mega uninteressant. ja, Fahrkarten, okay. Sag ich ja. Sag ich ja. Da geht's noch weiter rein. Pass auf, wir müssen aber erstmal da hinten jetzt checken. Pieper. Einmal hier checken. Nein, ein bisschen nach da. Okay. Wie schön. Okay. Lol. Es hat mich aber nicht getroffen. Und das Ding war das. Und das Ding. Und das sollte... So. Hier ist ein Experten-Safe. Das gefällt mir ja schon wieder nicht. Den kriegst du wieder nie auf. Doch! Meister fehlt mir noch. Stimmt, eine Stufe fehlt mir noch. Ah, der ist echt ein bisschen mal Experte hier. Das wär's. Okay. Ja, komm dir mit. So. Oh. Okay. Hat sich gelohnt. Auch wenn ich hier auf Fallen aufpassen muss in so Räumen. So. App. War hier nicht irgendwo noch eine Tür? Ah, ne, genau. Die Tür habe ich gesehen und dachte, das wäre ein Raum zum Weitergehen. Aber dem war nicht so. Okay, dann können wir jetzt den Gang hier weitergehen. Okay. Ich muss halt aufpassen wegen den Fallen. Die sieht man nicht immer. Oh, man hört hier so Windrauschen im Tunnel. Das ist richtig creepy. Gehen wir mal rechts rum. Todesschütze. Da hinten. Was war das? Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass ich da bin. Puh, die sind wohl weg. Haben aber keinen Bock, hier hinzukommen. Okay. Oh, eine Nuka-Cola. Die leuchtet so schön, dass die keiner mitnimmt bis dahin. Ah, das sieht so nach einer unangenehmen Szene aus hier. Die Musik so. Ist doch nichts zum Entspannen hier. Ist auch ein Held, rennt ins Feuer, ey. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Ja, aber ich sehe, dass ich gleich Erfahrungspunkte kriege, oder? Auf nimmer Wiedersehen. Ka-ching. Und noch einer? Wir sind hier nicht allein, du. Nachschlag gefällig, was? Der heilt sich. Ist aber irgendwo noch einer. Oder auch nicht. Greif einfach zu. Das mache ich sowas von. Gut. Warum man einen Reagenzglas dabei hat, frage ich jetzt mal nicht. Boah, 114.
Oh. Shit. Von einem Vault ins nächste. Da kommt man doch nur mit Pip-Boy rein. Da bin ich mal gespannt. Ich bin es, der Postbote. Und ich treffe nicht. Dann so. Stirbst du jetzt am Feuer, oder? Du glaubst also, du hättest es drauf, was? Das ist besser gelaufen als erwartet. Da ist noch einer. Das muss ich nicht haben. Den haben wir es gezeigt. Alter. Den blauen Baseballschläger muss ich auch nicht haben. Ah. Großer Werkzeugkasten. Wahrscheinlich nur Müll drin. Ach komm. Jawohl. Cool. Ja, sag ich doch. Nur Müll drin. Aber solange das Piper gefällt. Hi! Keiner da, okay. Vault 114 Anzüge. Medex. Da kriegen wir bestimmt eine Vault. Okay, es ist wieder ein wissenschaftlicher Vault. Dieses Memorandum ist nur für Mitglieder der Vault 114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher oder dem Mitglied der Vault-Tech-Sicherheit melden. Vielen Dank. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Vault 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familie bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden. Allerdings wurden die Annehmlichkeiten dieses Vaults den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt, zusammen in einem Einzimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt, die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitender Position hat und zudem auch Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben. Selbst oder gerade dann, wenn das zu physischen Beeinträchtigungen, Bloßstellung oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank. Also, in diesem Vault wurde getestet, wie berühmte Persönlichkeiten, die viel Macht haben, also Leute mit Macht, auf einmal dastehen, wenn sie keine Macht mehr haben und auf andere hören müssen. Das ist sehr interessant. Ich dachte, als ich gelesen habe, dass es nur hier um Berühmtheiten geht und so. Ich habe den Schlüssel nicht. Dass dieses ein Vault ist zum... ist wirklich zum Überleben. Also ein Vault, der wirklich dafür gemacht wurde, um zu überleben. Aber auch hier wird getestet. Interessant. Ups, das wollte ich nicht. Ah, ist der Schlüssel hier irgendwie versteckt? Okay, anscheinend nicht. Wo ist der verdammte Schlüssel? Hat den einer von denen gehabt? Eigentlich nicht, ne? Hier liegt seine Pistole. Hast du den Schlüssel? Nee. Hattest du den? Nee. Ah, hier ist noch eine Tür.
Hier geht's noch weiter runter. Okay. Das ist schön. Aber hier werden wahrscheinlich wieder Wachen sein. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinge abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. Psst. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Ganz ruhig, Piper. Okay. Moment mal. Schieß! Moment mal. Komm schon. Machen wir es so. Einer ist nicht schnell genug aus dem Feuer gekommen. Dann wohl. So. Hier ist ganz schön neblig. Das gehört jetzt uns. Ja. Mit Mündungsbremse, Gemüsestärke. Nimm einfach mal mit, Piper. Hey. Was kann ich für dich tun? Du kannst für mich tun. Meinen Schrott da nehmen. Und, das und das und das. Das und das und das. Oh, habe ich jetzt irgendwas gegeben, was ich favorisiert habe? Ich hoffe nicht. Habe ich? Eigentlich nicht. So. Oh, fuck. Ich hasse solche Räume. Ich hasse sie echt. Hier ist aber anscheinend keiner. Sagte er und sah den Typen da hinten. Hey, da draußen ist was. Ja, so viel dazu. Blue, wir haben Gesellschaft. Ich habe keine Dings mehr. Alter, was? Aua. Hat sie fuck gesagt? Sich da unten zu verstecken ist gemein. Wir sind doch ein paar mehr als gedacht. Ja, deine Augen. Das ist für mich ganz gesund, wenn du nichts mehr siehst. Drei Stück sind hier noch unter mir, ey. Alter. Oh, Piper ist platt. Alter. Piper, magst du mal wieder aufstehen? Piper. Ich hab da so ein Problem. Ich meine, ich kann dich heilen, klar, aber... Alter, halt nie viel aus. Die Waffe ist halt auch total ungeil. Oh. Piper? Ja. Einfach nur aus Sympathiegründen. Wo ist der letzte? Irgendwo unter mir. Wo bist du denn?
ist die viel wichtigere Frage. Aber dass deine Dudes Munition haben, gefällt mir sehr. Wo bist du? Komm raus. Dann mach ich's schnell. Die ist hier unten irgendwo. Da drin. Das war's. Ist wohl abgehauen. Ist bestimmt der Chef oder so. So, Moment, Viper, wir gehen hier lang. Wir müssen ja schauen, ob die irgendwas Cooles haben hier. Da zum Beispiel. Spüllappen. So. Da sind nur nukleare Fässer, da möchte ich nicht unbedingt hinspringen. Der sieht uns aber gleich wahrscheinlich. Rechts können wir auch rein. Wo ist der denn? Moment! Was zum... Das war euer letzter Fehler. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. So. Könnte ich mal. Mehr dürften da nicht sein, ne? Ist der da runtergefallen? Oder gehört er dahin? Aber sonst ist hier nichts, ne? Jetzt sieht hier Geld, ein bisschen Insta-Püree, bla bla, alles egal. Mac and Cheese, das kann man mitnehmen. Die Tür öffnen wäre ganz cool, aber... Okay, dann springen wir mal runter, ne? Ich will nicht. Okay. Was hast du vor? Ich hab nichts vor. Ich loote nur. Das ist das gleiche Vault-Tec Terminal wie oben? Ja. Piper! Okay. Hier ist eine Tür. Ah, jetzt sind wir richtig in der Vault drin, oder was? Oh, diese Vault, ey. Oh, ich muss auch pinkeln, ey. Muss auf Toilette. Mach ich eben. Bis gleich.